Stadtbewohner ohne festen Parkplatz, aber mit einem Elektroauto infrastrukturelle Lösungen entwickeln. Am besten, Sie schauen hier ein bisschen mit. Und zwar haben wir jetzt uns der Frage gewidmet, die letzten drei Tage, wie wir Moni, die ein Elektrofahrzeug besitzt als Dienstwagen, zur glücklichsten Elektroautobesitzerin von ganz Berlin machen können. Man sieht hier kurz den Steckbrief von unserer Moni. Da haben wir jetzt stereotypisiert, sie ist eine typische Prenzlberg-Bewohnerin. Sie ist Ärztin, hat einen Dienstwagen, den sie auch fast täglich für den Weg zur Arbeit und wieder zurück nutzt. Sie ist typisch jung, hip, lifestyle-bewusst, hat klassische Hobbys, Freunde treffen, Shopping, Kaffee trinken. Und was sie besonders nervt, ist die tägliche Parkplatzsituation. Sie sucht sehr lange für einen Parkplatz, steht oft in zweiter Spur und vor allem auch das komplizierte Laden des Elektroautos. Ja, ausgehend von diesem Problem, von dieser Parkplatzsuche, die sie halt jeden Tag hat oder auf sich nehmen muss, sind wir letztendlich zu einer Lösung in Form von einer Dienstleistung, einem Service gekommen. Mit dem sogenannten Titel Smart E-Parking. Um das mal zu verdeutlichen, haben wir dazu einen kleinen Comic entwickelt, um Ihnen das bildhaft zu machen, den wir Ihnen jetzt auch noch kurz zeigen wollen und auch noch kurz darstellen wollen. Das ist Moni. Moni kommt jeden Abend von der Arbeit nach Hause und sitzt im Auto. Smart E-Parking, hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist die Moni aus Prenzlberg. Ich komme in 10 Minuten nach Hause und stelle mein Auto wie gewohnt in der Lüchner Straße ab. Lüchner Straße, Prenzlberg, 10 Minuten. Alles klar, bis okay, gleich. Okay, tschüss. Ja, Moni parkt ihr Auto in Reichweite von ihrer Wohnungstür auf einem Kurzzeitparkplatz. Und wenige Minuten später erreicht auch der Service-Mitarbeiter von Smart E-Parking. Genau, das Auto wird dann zum Aufladen über Nacht in das nächstmögliche Parkhaus gebracht, damit Moni auch weiß, wo ihr Auto letzten Endes landet, man weiß ja nie, was passiert, wird dann eine SMS oder eine Mitteilung auf ihr Handy geschickt, wo sich dann das Auto befindet. Auch nachts kann Moni beruhigt schlafen, denn der Service ist 24 Stunden abrufbar. Sie kann ihr Auto jederzeit bekommen. Am nächsten Morgen dieselbe Prozedur. Moni sitzt ganz gemütlich beim Frühstückstisch. Smart E-Parking, guten Morgen. Guten Morgen, hier ist die Moni aus Prenzlberg. Ich würde gerne in 10 Minuten zur Arbeit fahren und bräuchte mein Auto. Ja, alles klar, bring ich hier vorbei. Bis gleich. Bis gleich. Und Moni startet mit vollem Tank in den Tag. Ja, soweit zu unserem Service, unserem Projekt E-Parking.